Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel Holstein Kiel gegen Erzgebirge Aue vor 3.848 Zuschauern. Die Partie endete mit einem 3:0-Sieg für Holstein Kiel. Ich begrüße Aues Trainer Alexej Spilewski und unseren Coach Ole Werner. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Ihr Statement bitte zum Spiel, Herr Spilewski. Ja, hallo in die Runde erstmal. Glückwunsch an meinen Kollegen. Ja, wir sind sehr enttäuscht natürlich. Wir sind ja schon hergefahren und haben uns dann schon viel mehr erhofft. Erste Halbzeit, ein bisschen an der Struktur was verändert, weil wir einfach wussten, dass Kiel einfach eine unfassbar spielstarke Mannschaft ist. Auch jegliche Drucksituationen spielerisch auflösen wollten. Viele Aktivitäten, viele Rochaden hatten im Spiel. Ja, auch dann sehr viele kurz entgegen überspielen. Das haben sie richtig gut gemacht. Trotzdem finde ich, dass wir ihr Positionsspiel einigermaßen, also besser als würden wir dann im 3-5-2 spielen. Also in der Raute hat es dann deutlich besser funktioniert. Trotzdem, da wir einfach dann wenig Druck ausgeübt haben, auf den Außen vor allem, oder ausgehend von unseren Spitzen, hat dann Kiel oftmals die diagonale Verlagerung gespielt, was uns dann schon wehgetan hat und dadurch auch dann viele Reingaben dann in der ersten Halbzeit hatte. Ja, und dann waren einfach die zwei entscheidenden Situationen in der ersten Halbzeit, wo wir uns einfach in der Box, das erste Gegentor nach dem eigenen Eckball oder Einwurf war es, glaube ich, wo wir dann in der Restverteidigung zu weit weg sind, laufen Konter und kriegen das erste Gegentor und dann das zweite dann wieder auf Außen, wenig Druck ausgeübt, in der Box dann zu weit weg gewesen. Und dann waren wir natürlich, ist es für die Psychologie einfach schwer dann. Dann gehst du mit 2-0 hier in die Halbzeit, mussten die Jungs natürlich dann ermutigen, dass es trotzdem noch 45 Minuten zu spielen gibt, auch wenn es schwer wird. Trotzdem finde ich, dass wir in der zweiten Halbzeit viel mutiger gemacht haben, vor allem nach vorne hin. Auch dann die Jungs, die dann reinkommen sind, haben dann schon einen guten Druck ausgeübt, auch dann Qualität reingebracht. Hatten dann auch in der Offensive dann mehr Aktionen, mehr Chancen als in der ersten Halbzeit. Ja, aber trotzdem in der Summe leider zu wenig. Und dann war es dann das 3-0 natürlich dann Kiel dann gut gemacht. Wo wir dann einfach auseinandergezogen wurden. Dann auch dann die Spritzigkeit einfach dann gefehlt. Dann nicht mehr reingekommen in die Zweikämpfe. Auch bei der Durchsicherung einfach dann zu weit weg gewesen. Und dann verlierst du jedes Spiel. Das tut weh, aber es geht weiter für uns. Ich bin froh, dass wir jetzt die Länderspielpause haben, wo wir nochmal extrem an uns arbeiten müssen. Das habe ich den Jungs auch jetzt gesagt. Es gibt viel zu tun. Trotzdem lass den Kopf nicht in den Sand stecken. Es war der 5. Spieltag und darf nicht vergessen, dass wir erst sehr, sehr frisch zusammen sind. Viele neue Spieler dazu bekommen haben, vor allem die in der zweiten Halbzeit in der Offensive gespielt haben mit Baba und Antonio Manze. Da fehlt einfach noch ein Symbiose, ein Zusammenspiel und daran müssen wir jetzt arbeiten. Kiel, viel Erfolg und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu unserem Coach. Ole, dein Statement? Ja, hallo von mir erstmal. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch verdient unterm Strich gewonnen, sind gut ins Spiel gekommen, haben trotzdem so die ersten ein, zwei Möglichkeiten liegen lassen. Das wäre dann so ein bisschen vom Spielfilm ähnlich gewesen, vielleicht zu Regensburg, weil wir auch auf der anderen Seite auch nach Standardsituationen Gay einmal blank am zweiten Pfosten hier und da Glück haben. Der Unterschied zu den Vorwochen war dann eben der, dass wir dann eben doch effektiv waren in einer Phase, in der wir eher dann nicht so viele klare Torchancen hatten. Müssen, glaube ich, vor der Pause dann dennoch in zwei Situationen eigentlich noch auf 3-0 stellen, tun das nicht und haben dann Anfang der zweiten Halbzeit auch durchaus eine Druckphase zu überstehen, in der auch immer mal wieder ein Bein von uns im Strafraum Schüsse geblockt hat oder hier und da auch ein bisschen Glück dabei war. Insgesamt einfach sehr, sehr guter Auftritt von uns. Ja, dennoch ist es eben so, dass wir das Spiel auch hätten früher entscheiden können. Das ist sicherlich so das, was man als Kritikpunkt auch mitnehmen kann. Ansonsten freut es mich einfach für meine Mannschaft, dass sie sich heute belohnt hat, für die Arbeit der vergangenen Wochen auch. Ich habe es den Jungs auch im Kreis gesagt, vor zwei Wochen haben wir hier gestanden und haben gesagt, dass wir von der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir auch auf dem Platz stehen, nicht für Punkte in Frage kommen aktuell. Und das haben die Jungs jetzt in den letzten zwei Wochen in vielerlei Hinsicht, sind sie es anders angegangen, ja, oder sind wir es anders angegangen und es hat sich jetzt bezahlt gemacht. Und insofern freut es mich, dass wir mit diesem Erfolgserlebnis jetzt in die Länderspielpause gehen und dennoch kann es eben halt auch nur ein Anfang sein. Wir müssen weiter hart arbeiten. Man sieht, wie eng die Liga ist. Man sieht auch nach wie vor, welche Dinge bei uns nicht funktionieren. Aber es ist trotzdem so, wir haben jetzt erstmal zwei Wochen auch Zeit, Dinge vorzubereiten. Dann wartet ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel beim Karlsruher SC auf uns. Aber da wollen wir dann die positive Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen genommen haben, auch fortsetzen. Ja, unseren Gästen alles Gute für die weitere Saison und vielen Dank.
Ja, danke Ole. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Fang an mit Marco Nehmer. Ja, hallo in die Runde von mir. Moin Ole, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. Ich starte direkt mit einer Personalfrage bzw. zwei Personalfragen. Du musstest Skripski früh runternehmen, hast dann in der Halbzeitpause noch Korb draußen gelassen. Ist beides verletzungsbedingt gewesen? Ja, beides verletzungsbedingt. Sind beide auch schon mit Problemen ins Spiel gegangen. Bei Steven ist es dann in dem langen Sprint, den er hatte, zugegangen, die Muskulatur. Und bei Julian war es so, dass wir kein Risiko eingehen wollten und eben halt auch keine Wechselmöglichkeit verstreichen lassen wollten. Dann lieber den Wechsel in der Halbzeit nehmen. Ja, geht es weiter mit Oliver Jensen. Ja, hallo Herr Werner. Das Transferfenster ist Dienstag noch geöffnet. Denken Sie, es passiert noch was, vielleicht im Sturm? Man hört da über Kita Ruhlen Gerüchte, das werden Sie jetzt nicht kommentieren. Aber trotz allem, bist du zufrieden mit der Mannschaft oder kann da noch was passieren oder sollte noch was passieren? Ja, ich habe das mehrfach gesagt, jetzt auch in den vergangenen Wochen. Ich glaube, wir müssen immer Augen und Ohren offen halten, speziell auch in unserer Situation. Und es ist schon so, dass wir auch bestrebt sind, dem Kader noch Qualität hinzuzufügen. Ja, dann geht's weiter mit Thomas Nahrendorf. Hallo Herr Spilewski, was muss Ihrer Ansicht nach jetzt in den zwei Wochen passieren? Es folgen dann zwei Heimspiele, die mit Sicherheit enorm wichtig für Sie sein werden. Ja, einfach, das wären dann Prozesse, die Fehler natürlich jetzt ansprechen, analysieren und weiterhin an der Spielidee weiterhin arbeiten. Dass dann Jungs dazukommen oder zurückkommen. Flo Ballas fehlt natürlich, Nick Kühn fehlt uns und die werden auf jeden Fall dann einsteigen und wo wir dann die Mannschaft dann beisammen haben, wo wir auch dann trainieren können und dann im Training die Sachen dann ansprechen oder einfach weiterhin an den Sachen fallen, die wir am Anfang, wie wir angefangen haben und das geht weiter. Also es tut weh auf jeden Fall, aber das war jetzt der fünfte Spieltag und ich würde auf gar keinen Fall, das habe ich auch den Jungs gesagt, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und an uns anfangen zu zweifeln. Kein Einziger darf das machen, das Gefühl aufkommen lassen. Und das wird so sein, auf jeden Fall. Ja, nächste Nachfrage von Marco Nehmer. Ja, auch wenn das eine schwer messbare Kategorie ist, aber heute hat ja nicht nur die Spielanlage überzeugt, sondern auch eure Leidenschaft ist mir zumindest so aufgefallen. War das heute auch mit die Grundlagen? Die war ja wirklich in jeder Szene, in jedem Zweikampf, bei jedem Ballvortrag zu spüren. Ich glaube, das ist immer die Grundlage für Erfolg in einem Mannschaftssport. Und wir haben das auch in Düsseldorf schon gezeigt. Es geht einfach darum, dass man jeder für sich bei sich selbst anfängt, Dinge gut zu machen und den anderen unterstützt, auch wenn Dinge mal schief laufen. Weil es ist vollkommen normal, wenn du 90 Minuten Fußball spielst, dass auch Dinge nicht gelingen. Und dann muss eben der Nächste da sein, unterstützen. Und umgekehrt, wenn Dinge auch mal gut sind, dann darf man das ruhig auch mal zeigen und darf das auch jeder im Stadion merken. Und ich glaube, das macht jeden groß, der auf dem Platz steht. Das macht jeden ein Stück stärker. Und das ist das, was uns jetzt in den letzten beiden Spielen, auch in den schweren Phasen, die es jetzt in beiden Spielen auch gab, ausgezeichnet hat. Und das hilft dir dann über diese Phasen. Ja, die nächste Frage kommt dann von Oliver Jensen. Ja, nochmal eine Frage an Herrn Werner. Es war auch das erste Spiel jetzt zu null. Warum war die Verteidigung heute stabiler? Es gab so einen Pfostenschuss, aber trotz allem stabiler als in den letzten Spielen. Ja, sicherlich gehört das dazu, dass der Ball vielleicht auch mal am Außenpfosten landet und nicht am Innenpfosten. Das ist sicherlich auch ein Teil der Geschichte und das wirst du im Fußball immer wieder erleben. Aber der andere Teil ist der, den ich in der Spielzusammenfassung jetzt gerade angesprochen habe, dass wir auch in den Drangphasen eigentlich immer im Strafraum noch am Mann waren und immer noch mal einen Fuß vorbekommen haben. Ob es jetzt Julian Korb erste Halbzeit war bei der Grätsche, Simon Lorenz als Gay da einmal zweite Halbzeit komplett frei eigentlich vom Tor ist. Also wir haben insgesamt und kollektiv diese Leidenschaft gezeigt, immer noch mal einen Fuß vor den Ball zu bekommen. Und das haben wir in Düsseldorf grundsätzlich auch in den allermeisten Szenen schon gehabt, aber sicherlich in dem einen oder anderen Spiel zu Saisonbeginn nicht. Ja, dann geht's weiter mit Marco Nehmer. Ja, Uli, ihr seid jetzt durch eure eigene Leistung, aber auch durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf Platz 15 mit dem Sieg gesprungen, habt jetzt die Abstiegsränge verlassen. Das hat natürlich jetzt noch nicht die riesige Relevanz, aber wie wichtig ist das auch für den Kopf, erstmal raus aus der Zone zu sein, jetzt gerade auch im Hinblick auf die Länderspielpause?
Ja, ist schon besser, als auf dem Abstiegsplatz zu stehen. Das ist auch klar, selbst wenn es jetzt der fünfte Spieltag ist. Aber trotz alledem, du hast es ja gesagt, die große Aussagekraft hat es nicht. Man sieht, wie eng das Tabellenbild ist. Für uns geht es darum, uns kontinuierlich jetzt auch weiterzuentwickeln, die zwei Wochen auch intensiv zu nutzen, um eben dann halt auch in Karlsruhe wieder mit einer guten Leistung eben halt auch für Punkte in Frage zu kommen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und da ja, hilft es sicherlich, oder jeder Platz, den du dann besser im Tabellenbild stehst, der hilft logischerweise immer, aber es hat nicht die ganz große Bedeutung, klar. Ja, gibt's weitere Nachfragen aus der Runde? Ja, Thomas Nahrendorf nochmal. Herr Spielewski, ich will nochmal auf die Länderspielpause zurückkommen. Sie hatten am Donnerstag angekündigt, dass Sie Spieler 4 Tage frei haben werden. Bleibt's dabei? Und sind die 4 Tage auch dazu da, den Kopf frei zu bekommen jetzt? Ja, wir treffen uns am Donnerstag und werden dann natürlich auch Doppeleinheiten haben, definitiv. Ja, ich habe es den Jungs gesagt, auch wenn es schwerfällt, natürlich dann mit 2 Niederlagen in Folge jetzt in die Länderspielpause zu gehen und auch dann mal eine kleine Auszeit zu nehmen. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch und es ist wirklich erst der Anfang. Wir sind am Anfang des Prozesses. Wir wussten, dass es schwer wird. Ja, wir mussten viele junge Spieler integrieren. Die Neuzugänge sind noch nicht eingespielt. Die haben noch Nachholbedarf. Die Verletzten werden zurückkommen. Also es geht weiter. Es geht weiter und wir bleiben positiv. Ja, gibt es weitere Fragen aus der Runde? Dann bitte ich kurz um das virtuelle Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann geht es für Holstein jetzt nach der Länderspielpause am Samstag, dem 11. September, auswärts gegen Karlsruhe weiter. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Aue empfängt am Sonntag, den 12. September, Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist hier ebenfalls um 13.30 Uhr. Ja, danke für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wir wünschen unseren Gästen erstmal eine gute und sichere Heimfahrt. Einen habe ich noch. Am Mittwoch spielt die zweite Mannschaft hier im Stadion gegen VfB Lübeck. Ich glaube, das ist für alle, die unseren Farben die Daumen halten, ein ganz besonderes Spiel, insbesondere auch für die Jungs der zweiten Mannschaft, die heute bei Phoenix Lübeck gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer zugelassen sind, aber wäre schön, wenn die Hütte voll ist, wenn geile Stimmung da ist und wenn wir unsere Jungs vielleicht unterstützen können, vielleicht die Sensation im Derby zu schaffen. Vielen Dank. Danke, Ole. Ja, dann beste Grüße aus dem Holstein-Stadion. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.